Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Pfirsich und ich zeige euch jetzt mal ein Pfirsichbäumchen von uns. Und dieses Pfirsichbäumchen hat die Blattkräuselkrankheit. Manche Sorten sind da sehr empfindlich für und diese insbesondere hier ist so eine kleinfruchtige. Die hat letztes Jahr auch gut getragen. Jetzt die Frage, was können wir dagegen machen, damit diese Krankheit sich nicht komplett über den ganzen Baum ausbreitet? Also wir entfernen alle Blätter, die wirklich jetzt diese Kräuselkrankheit haben und entsorgen die natürlich in den Müll. Also die kommen jetzt nicht wieder in den Garten, die wandern in den Müll und das machen wir bei dem ganzen Baum, damit sich das, wie gesagt, nicht zu sehr ausbreitet. Und in der Regel ist es so, dass also im Laufe des Jahres der Baum sich erholt. Das hat er letztes Jahr auch gemacht. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt regelmäßig düngen und nicht zu feucht halten. Also soll nicht komplett nass stehen ständig. Das mag der Baum nämlich gar nicht. Und was wir noch machen können, wir verwenden Blattdünger. Denn diese Blattdünger, die versorgen die Blätter direkt und dadurch werden die Pflanzen bzw. die Blätter wesentlich unempfindlicher gegen diese Krankheit. Und das machen wir dann auch regelmäßig im Jahr. So, und wir haben jetzt noch ein Phänomen hier. Und zwar das hier, das ist ein kleines Pfirsichbäumchen. Und ich hatte letztes Jahr, als ich die Früchte hier geerntet habe, die haben wir natürlich auch gegessen, die waren sehr lecker, habe ich einen Kern einfach komplett so wie er war in den Boden gesteckt. Ja, einfach nur so Interesse halber, um mal zu sehen, ob daraus was wird. Und wie wir sehen, das Pfirsichbäumchen ist tatsächlich gewachsen. Also das hat mich dann doch überrascht. Gut, wir hatten jetzt einen milden Winter gehabt, also es war nicht sehr kalt. Wir hatten zwischendurch mal minus 10 Grad, aber auch nur für einen Tag oder so. Und ansonsten war es eigentlich recht mild diesen Winter. Ich denke mal, daher hat das funktioniert. Wird vielleicht nicht jedes Jahr funktionieren, aber auf jeden Fall ein Test wert gewesen. Achso, das ist übrigens die neue Abmoosstelle. Wir hatten ja vor kurzem eine Abmoosung abgenommen bei dem Pfirsich hier. Und haben dann eine neue Abmoosung gemacht, damit wir uns dieses Pfirsichbäumchen weiter vermehren können. So, und da warten wir natürlich jetzt bis zum Herbst und schauen, wie das Ganze dann aussieht. Und voraussichtlich wird er dann erst im Frühjahr wieder abgenommen, wie der eine, den wir jetzt abgenommen hatten auch. Der ist also über den Winter dran geblieben und die Pflanze stand auch draußen. Nur so zur Info. Also die war nicht drin irgendwie geschützt, sondern die stand wirklich draußen. Absonnig natürlich, aber ansonsten halt draußen. Und es hat funktioniert. Ja, den lassen wir noch wachsen. Hätte ich jetzt fast vergessen, also dieses kleine Bäumchen hier, Pfirsichbäumchen, das lassen wir natürlich hier im Topf drin bis nächstes Jahr zum Frühjahr. Und im Frühjahr vor dem Austrieb holen wir das Pflänzchen dann raus und dann bekommt er einen eigenen Topf. Und natürlich werden wir auch dieses Jahr wieder Kerne in den Boden stecken, wenn wir die Pfirsiche geerntet haben. Ja, so sieht das Pfirsichbäumchen jetzt aus. Nicht besonders schick, aber nichtsdestotrotz wird er sich erholen im Laufe des Sommers. Ich zeige ihn zwischendurch dann auch mal. Und wie gesagt, wir versorgen den jetzt übers Blatt auch mit Nährstoffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt Präparate, die Kieselsäure enthalten. Und Kieselsäure stärkt die Zellen der Pflanzen. Also sollte man mal nachgucken, wenn man sich irgendwelche Produkte besorgt, ob dort auch Kieselsäure drin ist. Denn Kieselsäure, wie gesagt, stärkt die Zellen der Pflanzen, insbesondere auch die Blätter. Und dadurch können wir das Ganze ein bisschen unterstützen. Ganz weg bekommen wir diese Kräuselkrankheit nicht. Das ist nun mal, wie gesagt, bei manchen Sorten von den Pfirsichen sind sehr empfindlich dagegen. Aber wie gesagt, im Laufe des Sommers erholt sich das Ganze in der Regel. Und dann können wir auch die Früchte ernten. Also hatten wir letztes Jahr zumindest. Von daher bin ich da guter Dinge, dass es auch dieses Jahr wieder funktioniert. So, das war jetzt ein kleiner Clip. Ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao. Mm-hmm.